St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler macht ihm hier gewaltig Konkurrenz. Der erst 30-jährige Coach der Kiezkicker kann am Wochenende einen Rekord von Thomas Tuchel einstellen. St. Pauli ist aktuell die Mannschaft der Stunde im deutschen Fußball. Die Braun-Weißen können am Wochenende einen Rekord aufstellen mit den meisten Siegen in der Zweitligageschichte, nämlich 11 am Stück. Von der Bestmarke in Europa sind sie aber noch ganz weit entfernt. Die hält nämlich Benfica Lissabon mit satten 29 Siegen zwischen 1971 und 73. Damals mit Fußballlegende Eusebio. Hürzeler jedenfalls gilt spätestens jetzt als eins der größten deutschen Trainertalente. Genau wie einst ein gewisser Thomas Tuchel. Siegt Hürzeler am Wochenende mit St. Pauli gegen Eintracht Braunschweig, kann er einen Rekord von Tuchel einstellen. Bislang schaffte es nämlich in Deutschland nur der aktuelle Bayern-Coach, zu Beginn einer Traineramtszeit bei einem Verein 11 Siege am Stück zu holen. Die Pointe, die holte er damals mit dem BVB.